Hallo Menschen, heute möchte ich über die gelesenen Bücher aus der zweiten Hälfte des Monats Juli sprechen. Und es ging los mit einem Buch, zu dem ich eigentlich eine Einzelrezension drehen wollte, bis ich mir dann dachte, so viele Bücher werde ich diesen Monat gar nicht mehr lesen, dann kann ich es auch in diesem Video machen. Es handelt sich dabei um Bedenke Flebers von Ian Banks, was ich zusammen mit Mimi Book las. Wobei sie es, glaube ich, entweder abgebrochen oder zumindest unterbrochen hat. Es ist der erste Teil des, soweit ich weiß, lose zusammenhängenden Kulturzyklus und hat mir leider nicht ganz das gegeben, was ich mir erhoffte. Vom Klappentext her und von dem, was ich so von anderen darüber hörte, gehe ich davon aus, dass es sich hier viel, viel mehr um Zwischenmenschliches dreht, dass wir irgendwie gesellschaftliche und philosophische Überlegungen haben, dass es darum geht, wie sich eine wirkliche Utopie doch wieder langsam zur Dystopie wandelt. Und davon haben wir über lange Zeit überhaupt nichts. Stattdessen reiht sich hier eine Action-Szene an die nächste. Es geht damit los, dass unser Protagonist fast an Exkrementen ertrinkt und gerade so noch gerettet wird. Dann kommt er auf einem Raumschiff, was angegriffen wird, und natürlich entkommt er wieder gerade so. Er wird von einer Söldnertruppe gefunden und muss dann gegen einen von ihnen kämpfen, stirbt fast und schafft es natürlich wieder gerade so. Dann schließt er sich der Söldnertruppe an. Sie attackieren einen Tempel, der sich dann doch besser verteidigen kann als erwartet, und auch dann kommt er wieder nur so knapp dem Tod. Und das waren gerade nur die ersten 120 Seiten, die ich euch beschrieben habe. Da geht es wirklich Schlag auf Schlag, und ironischerweise hat mich diese ganze Action gelangweilt, weil es war wirklich nicht mehr. Wir haben keine Charakterentwicklung, die Motive der Charaktere bleiben total blass, aus dem Nichts entsteht hier irgendeine Liebesgeschichte. Und lange, lange Zeit war da halt wirklich gar nichts drin, was mir irgendwie gefallen hat, was mich irgendwie zum Nachdenken angeregt hat. Erst auf Seite 527, ich habe es markiert, kommen dann halt mal so ein paar Gedankengänge zur biologischen und auch moralischen Entwicklung der Humanoiden, sage ich mal. Menschen sind es ja nicht mehr so direkt, zumindest nicht so, wie wir jetzt eben sind. Es geht dann wieder so um die Relativität von Gut und Böse, um verschiedene Blickwinkel und die Identität, also ob man sich auch mit einer gewissen Rasse in einem Krieg identifiziert und so weiter und so fort. Aber das war wirklich zu wenig und zu spät. Dazu kommt auch noch, dass ich das Ende sehr, sehr unelegant fand. Und zwar ist wirklich so komplett unsere Handlung beendet und dann fügt Ian Banks einfach so einen Appendix an, in dem die Gründe für diesen Krieg dargelegt werden. Und das ist doch eigentlich etwas, was ich während des Lesens erfahren möchte. Die Hintergründe, die Motivation für unsere Helden. Warum kämpfen denn diese beiden Seiten überhaupt gegeneinander? Und das wird dann einfach so plump hinten ran geklatscht. Fand ich halt schriftstellerisch nicht sehr gut gelöst. Und ein letztes, was ich persönlich einfach nicht so sehr mag, ist der Fakt, wenn man die Meinung des Autors irgendwie zu sehr durchmerkt. Das ist Geschmackssache. In dem Fall ist es halt so, dass man ganz, ganz eindeutig merkt, dass Ian Banks Atheist ist. Und ich bin auch Atheist. Das heißt, inhaltlich stimme ich ihm sogar zu. Aber es stört mich, wenn man Szenen dabei hat, bei denen ich das Gefühl bekomme, die sind jetzt nur drin, um Banks eigene Religionskritik jetzt in dieses Buch einzuführen. Und nicht wirklich, weil die Charaktere jetzt darüber reden wollen, sondern nur, weil damit der Autor halt so seine Meinung da mal mit reinbringt. Ja, ist wahrscheinlich Geschmackssache. Das heißt, im Großen und Ganzen war ich von diesem Science-Fiction-Klassiker eher enttäuscht. Ich finde, es ist wirklich irgendwie nur eine Space-Opera und nicht so viel dahinter. Es kann natürlich sein, dass er das im kompletten Kulturzyklus dann irgendwie noch ausarbeitet, aber ehrlich gesagt ist bei mir jetzt nicht wirklich das Bedürfnis entstanden, die Reihe da irgendwie weiterzulesen. Das war mir zu wenig. Danach lasse ich dann Leben von David Wagner. Hier folgen wir auf eine leicht fiktionale Art eben dem Leben des Autors mit einer Autoimmunhepatitis, die dafür sorgt, dass er definitiv eine neue Leber braucht, wenn er denn eben weiterleben möchte. Und wir begleiten ihn eben dann so in seinem Krankenhausalltag, das heißt sowohl so ein bisschen die medizinisch und körperlichen Vorgänge, aber auch zum Beispiel die Langeweile und einfach die wechselnden Bettnachbarn, die ihm jeweils ihre eigene Lebens- und Krankheitsgeschichte erzählen. Und davon ausgehen dann auch immer so ein paar Überlegungen über seine eigene Entwicklung bis hierher. Also nicht nur die Krankheitsgeschichte, auch einfach Menschen, die er traf, Dinge, die er erlebt hat und so weiter eben. Ich schätze dieses Buch vor allem für die, meiner Meinung nach, realistische Wiedergabe dieses Krankenhausalltags, dass er eben manchmal auch einfach beschreibt, wie zum Beispiel eine Fliege immer wieder gegen das Fenster fliegt oder dass er einfach auf den Boden starrt oder an die Wasserflasche oder irgendwie von A nach B gekarrt wird und sonst nicht viel passiert. Das heißt, diese Tristesse wird wirklich gut wiedergegeben, aber andererseits kommen dann auch immer wieder wirklich traurige oder irgendwie mitreißende Gedanken, wenn er sich zum Beispiel überlegt,
ob er diese Leber wirklich will oder ob er sie überhaupt verdient. Denn jemand, der überhaupt erstmal darüber nachdenkt, ob er sie will, ist vielleicht schon jemand, der das Recht quasi gar nicht erworben hat, denn andere Leute hängen so sehr am Leben, die würden alles dafür geben und er überlegt nochmal, ist es das denn jetzt wirklich wert? Bin ich das wert? Und drumherum dann halt auch so ein paar Gedanken, wer ist der Spender? Der stirbt ja jetzt quasi für mich. Was macht das dann überhaupt aus mir, wenn ich ein neues Körperteil in mir habe? Das ist ja auch alles ich quasi, man gibt etwas von sich weg, man nimmt etwas von jemand anderem und so weiter und so fort. Das heißt, wir schweben da auch immer so ein bisschen zwischen Depressionen, Ängsten, Hoffnungen, dann halt Gedanken an den Spender und sind dabei schon recht nah dran an dieser Person. Wobei ich auch wieder sagen muss, dass ich es sehr interessant fand, dass er manchmal wirklich diesen Schritt zurück macht und sehr sarkastisch und distanziert über sich selbst schreibt. So, und der einzige Kritikpunkt, den ich gerade anbringe, ist eigentlich das, was ich vorher sogar ein bisschen lobte. Es ist so diese Langeweile, diese Alltäglichkeit. Wenn man dann halt vielleicht zum fünften Mal liest, wie er irgendwie aus dem Fenster sitzt, guckt und nur so einen Dreieckhimmel sieht, dann, ich meine, ist es irgendwie realistisch und gut wiedergegeben, aber es sorgt vielleicht nicht gerade dafür, dass man mit Begeisterung dabei ist und diese nächste Seite um dann sich fragt, was wird denn jetzt passieren, was wird er denn jetzt wohl in diesem Dreieck im Fenster sehen. Es stockt schon so ein bisschen. Beziehungsweise es sind Sachen, die ich glaube ich bei einem Menschen, der mir wirklich nahesteht, interessierter verfolgen würde jetzt als bei Herrn Wagner, den ich ja nicht kenne. Es ist dann eben viel Wiederholung, es ist langsam und das sorgt dafür, dass es vielleicht nicht immer so richtig tief ins Herz oder eben ins Hirn geht, sag ich mal. Aber es war eine interessante Lektüre, interessante Memoiren, dieses Leben eines anderen Menschen zu betrachten, der halt sowas durchgemacht hat, über was ich mir in der Form noch nie Gedanken gemacht habe. Zum Beispiel habe ich nie darüber nachgedacht, ob ich ein Organ eines anderen Menschen jetzt offen annehmen würde oder so, weil ich einfach nicht in der Situation war bis jetzt. Das heißt, schöne Gedankenanregung, aber vielleicht literarisch jetzt noch nicht das allerbeste Buch, was mich irgendwie absolut aufgewühlt hat, sondern eher interessant. So ist es plötzlich sehr dunkel geworden, deswegen habe ich mal Licht angemacht. Ich hoffe, es sieht halbwegs okay aus. Literarisch ging es auf jeden Fall bei mir weiter mit dem siebten und letzten, vorerst letzten Harry Potter Band, den ich vermutlich am seltensten wiedergelesen habe und jetzt wirklich mochte. Ich finde, bis auf den Epilog ist das ein richtig guter Abschluss, meiner Meinung nach. Und da sind zum Beispiel auch gute Gedanken über den Tod enthalten. Und zwar nicht so nach dem Motto, naja, es ist gut für ein Jugendbuch, aber an sich ja irgendwie nicht sehr tiefsinnig, sondern wirklich gut gemacht, J.K. Rowling, finde ich. Wir haben wirklich vielseitige Gedanken, es gibt Verluste, es geht um Hoffnung und Ängste und Selbstaufopferung, es geht auch um Reue viel und man muss es echt so sagen, dass diese Reihe erwachsen wurde. Also die ersten beiden Bände, das ist halt so ein bisschen Kinderfantasy und ganz nett, aber der Abschluss ist wirklich gelungen und ich gehöre doch schon zu denjenigen, die gespannt sind, was dieses Team, also J.K. Rowling hat ja das Theaterstück jetzt nicht geschrieben, dann aus dem erwachsenen Harry Potter und aus dieser Welt allgemein gemacht haben. Und wenn es dann vielleicht nicht mehr unbedingt ein Kinderroman ist, sondern ein Theaterstück, was auch viele Erwachsene sehen. Ich meine, das haben ja sowieso schon immer viele Erwachsene gelesen und ich bin gespannt, was sie daraus gemacht haben. Dem folgte dann das letzte Comic für diesen Monat, nämlich In the Pines, Five Murder Ballads von Erik Krieg. Das ist ein Niederländer, den ich auf der Leipziger Buchmesse traf und sehr, sehr sympathisch fand. Und der sich eben fünf sogenannte Murder Ballads als Inspiration für Comic-Kurzgeschichten genommen hat, würde ich mal sagen. Zuerst muss ich es wieder erwähnen, ich finde die Zeichnungen großartig. Es ist nicht mein üblicher Stil, den ich in Comics eigentlich so liebe und lobe, aber ganz toll und innovativ meiner Meinung nach. Also ich meine, ich kenne diesen Stil sonst von Illustrationen, aber in einem kompletten Comic habe ich es bis jetzt eigentlich noch nicht gesehen. Und zwar hat er sich für jede Murder Ballad eben eine so Grundfarbe gewählt und der Rest ist eigentlich nur schwarz und weiß. Und wie er das macht und welche Effekte er damit erzielt, fand ich wirklich, wirklich gelungen. Inhaltlich oder erzählerisch muss ich sagen, fand ich es eher okay. Ich meine, es ist halt immer so eine Murder Ballad als Grundlage, das heißt, wir wissen von Anfang an, es geht um einen Mord. Und dann passiert halt meistens vielleicht etwas Unvorhergesehenes. Wir haben am Ende einen Twist oder eine Erklärung oder einen Rückblick, der das Ganze halt irgendwie dann nochmal in eine andere Richtung bringt. Und dann war es das meistens auch schon. Dann hört der Comic auch schon wieder auf. Das heißt, ja, unsere Protagonisten haben irgendwie oft Angst, Zweifel, Reue oder sowas, aber es geht ehrlich gesagt nie besonders tief. Dafür hat es auch einfach nicht die Zeit. Dafür sind die alle viel zu kurz. Das heißt, ich muss zugeben, es ist schon eher was für die Augen. Es ist hübsch anzusehen. An der Stelle übrigens noch mal eine Erwähnung. Es ist eine großartige Papierqualität. Wirklich, also Avant Verlag, ganz, ganz großes Lob. Das ist etwas, was man gerne in die Hand nimmt, was man gerne anguckt. Und auch wenn es mich jetzt erzählerisch vielleicht
nicht von den Socken gehauen hat oder einfach nichts jetzt großartig Besonderes war, bin ich sehr, sehr froh, das zu besitzen, das annehmen zu können, zumal es mich, was eigentlich seltsam ist, in letzter Zeit so am stärksten dazu inspiriert hat, selber mal wieder was zu malen. Und ich sage, dass das seltsam ist, weil das halt, wie gesagt, auch überhaupt nicht der Stil ist, in dem ich selber zeichne. Aber das war wirklich irgendwie was, ich fand das sehr innovativ, fand das toll, wie er mit Farben und Schatten umgeht. Und das hat mir wieder mal richtig Lust gemacht, vielleicht einen Stift in die Hand zu nehmen. Und als letztes diesen Monat las ich Go Set a Watchman von Harper Lee. Ich denke, die meisten können sich erinnern, aber falls ihr das nicht mitbekommen habt, es gab damals einige Kontroversen um das Erscheinen dieses Buches, da es eigentlich nur ein frühes Manuskript von To Kill a Mockingbird war, was ja das einzige veröffentlichte Buch von Harper Lee über lange Jahre war, 55 Jahre, bis dieses Manuskript wieder ausgegraben wurde. Und das wurde für To Kill a Mockingbird dann noch stark verändert. Und es besteht eben die Vermutung, dass sie das ja eigentlich nie wirklich zur Veröffentlichung vorgesehen hatte. Tatsächlich gab es auch einige Überlegungen, dass Harper Lee das vielleicht wirklich nicht mehr selbst jetzt veranlasst hat und gesagt hat, ja, jetzt würde ich das veröffentlichen, sondern dass das irgendwie so hintenrum ging. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob es dafür dann Beweise oder Gegenbeweise gab. Und lange Zeit war ich gar nicht so sehr interessiert an dem Buch, aber es lief mir dann für 1 Euro über den Weg und dann dachte ich, kann ich ja doch mal schauen, was nun dahinter steckt und mir selber eine Meinung bilden. Jedenfalls kommt hier unsere Protagonistin aus To Kill a Mockingbird als Mitzwanzigerin zurück nach Maycomb. Sie lebt inzwischen in New York, studiert da und besucht halt ihre Heimatstadt in größeren Abständen, aber halt bei diesem Besuch passiert quasi etwas, was sie gedanklich so ein bisschen erschüttert. Dazu kommt es aber halt erst später. Ich muss zugeben, die ersten 100 Seiten hat mich das so gar nicht mitgerissen. Es ist wirklich nur so ein Erinnern an früher und ach, damals war das ja alles ganz anders, da stand hier noch kein Eissalon und die Spiele, die sie halt früher gespielt haben und das Ganze dann immer noch verbunden mit so einer seltsamen, ja, wir hier im Süden machen das ja schon immer so und so Stimmung. Das war wirklich nicht meins, konnte mich nicht mitreißen und so dieses nostalgische Klammern an irgendetwas ist auch ehrlich gesagt einfach nicht so mein Ding. Dann so auf Seite 110 jedoch passiert eben etwas. Ich finde nicht, dass es ein Spoiler ist. Im Gegenteil, ich finde, es ist sogar das Einzige, was dieses Buch so ein bisschen interessant macht und ich wusste das auch vorher. Falls ihr aber gar nichts von diesem Buch wissen wollt, außer dass Scout zurückkommt, dann blende ich euch jetzt hier ein, wo ihr hinspringen sollt. Aber wie gesagt, für mich ist das jetzt nichts, was verrät, was irgendwie dann am Ende noch passiert, sondern es ist nur so der Auslöser. Jedenfalls kriegt Scout mit, dass sowohl ihr Vater als auch ihr potenzieller Mann, aktueller Freund in einem sogenannten Citizen Council mit dabei sind, sogar die Organisatoren. Und das sind Veranstaltungen, in denen prinzipiell Leute Reden schwingen darüber, wie primitiv, ungebildet, schlecht und allgemein widerlich doch die schwarze Rasse ist. Also darum geht es eigentlich die ganze Zeit nur. Die Überlegenheit der weißen Rasse, die Unterlegenheit des schwarzen Gesocks, kann man quasi schon sagen. Und das kann Scout halt überhaupt nicht mit ihren Vorstellungen von ihrem Vater vereinbaren. Um das Buch zu zitieren, direkt nachdem sie das halt gesehen hat und überhaupt nicht begreift, was gerade mit den Menschen um sie herum geschieht, steht hier: The one human being she had ever fully and wholeheartedly trusted had failed her. The only man she had ever known to whom she could point and say with expert knowledge, he is a gentleman. In his heart, he is a gentleman. Had betrayed her. Publicly, grossly and shamelessly. Also für sie bricht in dem Moment wirklich so eine Welt zusammen. Und ich finde, das ist eine sehr interessante Entwicklung. Denn plötzlich ergibt dieses Ganze, ach, früher war es ja so und so, einen viel größeren Sinn, finde ich. Denn das ist etwas, was einen Menschen wirklich erschüttert. Also wenn ich mir vorstelle, ich käme nach Hause und sähe meinen Vater irgendwie von NPD-Plakaten herunterlächeln, das würde meine Vorstellung von der Welt komplett ändern. Und das macht sie halt gerade in dem Moment durch. Insofern konnte ich das auch überhaupt nicht nachvollziehen, dass ganz viele englischsprachige Booktuber sowas gesagt haben, wie die Rückblicke in ihre Kindheit wären das Beste an dem Buch gewesen. Ich fand die sehr, sehr nichtssagend. Denn zum Beispiel der Gerichtsfall, der in To Kill a Mockingbird behandelt wird, den erwähnt sie hier mal in diesem Moment, wo sie so geschockt ist, aber es ist keine wirkliche Rückblende. Die Rückblende sind so Kinderspiele halt. Und ich meine, das bildet zwar ihren Charakter irgendwie, aber das bringt uns jetzt für diese Geschichte nicht voran. Und ich finde tatsächlich, dass das eigentlich das Interessantere der beiden Bücher ist. Denn in To Kill a Mockingbird ist natürlich auch absolut keine perfekte Gesellschaft. Aber für Scout ist ja am Ende eigentlich alles gut. Sie hat weiterhin eigentlich so ihr schönes Leben. Ihr Vater ist diese moralische Figur, zu der sie aufblicken kann. Im Großen und Ganzen, ne, ist für sie so ein bisschen heile Welt. Und hier sehen wir sie jetzt auch kämpfen. Es ist jetzt irgendwie nicht mehr
nur Rassismus allgemein, sondern Rassismus in ihrer Familie. Also etwas, was sie auch plötzlich so persönlich angeht. Ja, wie gesagt, ich fand das interessante Überlegung, wenn ich auch sagen muss, dass das Buch wirklich noch nicht perfekt ist oder man halt merkt, das ist ein Manuskript, das ist ja vor allem dann auch quasi ihr allererstes Werk, was nie veröffentlicht wurde. Man merkt so gewisse Ungereimtheiten manchmal im Ausdruck oder wie das Buch aufgebaut ist. Es ist ein seltsames Tempo manchmal. Wie gesagt, auch die ersten 100 Seiten passiert irgendwie wirklich nicht sehr viel. Also auch, aber auch nicht mehr so Charakterentwicklung, sondern es ist so entdümpeln und ach, früher war ja alles anders. Und ich bin auch kein Riesenfan des Endes, was ich euch jetzt natürlich nicht detaillierter darlegen kann. Und man muss auch sagen, dass das ganze Buch dann irgendwie so eine Stimmung aufbaut à la, naja, so ist der Süden halt. Ne? Also selbst wenn Scout wirklich kämpft und argumentiert und sonst was, hat man das Gefühl, es läuft so ein bisschen darauf hinaus, dass die anderen dann halt sagen, ja, lass die Scout mal kämpfen und schreien und argumentieren. Wir im Süden machen halt unser Ding. Also es ist wirklich, es ist nicht so schön und watteweich wie To Kill a Mockingbird. Wobei es da ja auch schon schlimmere Dinge gab. Aber es ist das deprimierendere Buch von beiden, sag ich mal. Aber dadurch für mich auch irgendwie das Interessantere. Und das war's auch schon wieder. Für mich wird es weitergehen mit dem 8. Harry Potter Teil, den ich mir gleich am Montag kaufen werde. Wobei ich arbeiten muss. Das heißt, ich werde dann ganz vielen Leuten dieses Buch verkaufen und kann es selbst noch nicht lesen. Ansonsten freue ich mich wie immer über Kommentare zu den gelesenen Büchern und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Wie winke ich denn? Wie lache ich?